Strafpunkten aus den bisherigen Läufen und dem blauen Helm die Nummer 14 Ole Fehdke. Auf Bahn 3 und der Nummer 2, 11 Punkte hat er bisher gefahren, Finn Lohheim. Neben ihm starten wird unser Sportfreund aus den Niederlanden, Jeffrey Zeibesmann. Auf Bahn 5 ebenfalls aus den Niederlanden zurückgekommen, 45 Christian Wagemann. Neben ihm starten wird die Nummer 21 von MSC Bad Zwischenahn, Fabian Heinemann. Und ganz außen starten mit der 22 Calvin Richter. Und da geht die Post ab und das ist Kevin Lück wie im Training. Setzt er sich an die erste Position, aber daneben Finn Lohheider, der da kurz angegriffen hat. Aber Kevin Lück, er macht das Ding hier relativ gut. Kevin Lück hat ja schon mal 6 Punkte erreichen können und er ist hier volles Rohr auf Maximumkurs. Kevin Lück mit einem super Start, dann Finn Lohheider, dahinter wird es eng, dann haben wir die 45 Christian Wagemann und die 48 Jeffrey Sabesma, dahinter Fabian Heinemann, kann er da vielleicht noch ausrichten, denn er hat vorhin einen ganz tollen Vorlauf gezeigt, aber vorne Kevin Lück, da sieht hier ziemlich sicher aus. Kevin Lück, er führt zum Bundesmal mal über die Ziellinie, letzte Runde, Kevin Lück. Vor Jeffrey Sabesma, dann haben wir Finn Lohheider. So sieht's aus an der Spitze, aber Kevin Lück, ich denke mal, das Ding fährt er jetzt nach Hause. Kevin Lück mit einem super Start und mit einem ganz, ganz. Kevin Lück auf der Zielgerade, geht da noch ein bisschen was rein. Kevin Lück, er macht das Ding klar. Yes. Vor Jeffrey Sabesma. Dann haben wir die Startnummer 2, Finn Lohheider, dann die Startnummer 45, der Wagemann. Ja, das hat er super gemacht, Kevin. Ist der doch gewonnen. Ja, starten.